Am berühmten Boardwalk von Atlantic City geht die Sonne auf. Und wieder gehen in einem der Casinos die Lichter aus. Endgültig. Mit dem Trump Plaza haben bereits 4 Casinos dicht gemacht in der Zockermetropole der US-Ostküste. Die Aussichten für die Angestellten sind düster. Wohin mit 8000 Leuten? Sie werden nie wieder eine Vollzeitstelle kriegen. Ich habe hier 26 Jahre Vollzeit gearbeitet. Einst hat Atlantic City das Brettspiel Monopoly inspiriert. Und jahrzehntelang hatte die Stadt tatsächlich ein Monopol, das auf Glücksspiel in der Küstenregion. Aber wegen der Finanzkrise wollen seit einigen Jahren auch andere US-Bundesstaaten ihre Kassen füllen mit Abgaben auf Automaten und Spieltische. Viele Staaten haben Casinos zugelassen, vor allem um New Jersey herum. Sie haben den Markt überschwemmt. Die Casinos von Atlantic City haben zuletzt nur noch knapp halb so viel Umsatz erwirtschaftet wie im Boomjahr 2006. Nun sucht die Stadt neue Standbeine, ein Tagungszentrum etwa und eine Uni, damit der Niedergang der Glücksspieltempel hier nicht in eine Pechsträhne für alle mündet.